Scheiße! Zack, und der Hund. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Far Cry 4. So, es wird jetzt hier ein weiterer Part. Wir haben am Sonntag, haben wir ja weitergezockt im Livestream. Und wir werden jetzt hier weitermachen. Ich denke, ich glaube, wir haben noch eine Missi offen. Die werden wir jetzt einfach weitermachen. Ich muss selber kurz schauen. Fertigkeiten können wir auch verteilen, aber ich glaube, für das hier brauchen wir 4 Punkte. Atemkontrolle 2 erhöht deutlich die Zeit, die du unter Wasser bleiben, Sauerstoffmasken tragen oder mit Zielfernrohr zielen kannst. Brauchen wir das unbedingt? Ne, dann warten wir mal noch bis wir 4 hin. Das wäre mir hier lieber. Dass wir uns auch in der Hocke schneller bewegen. So, hier reißen wir gleich mal nur das Blockade ab. Beziehungsweise... Ah ja, wir müssen dann rein zu dem Kerl. Dann machen wir die Missi gleich weiter. Ja, ist nichts explodiert. Wir sind glaube ich in der Missi. Mhm. Ja, genau, 66 Meter da hoch, da müssen wir irgendwas machen. Das machen wir jetzt gleich. Es hat sich jemand beschwert über mein Aim. Ja, mein Gott. Man kann nicht alles haben, Leute. Bist du der Havel da? Havel das da. Heißt so viel wie Kommandant, ja. Die Fabrik nutzt Generatoren, um die Luft atembar zu machen. Zerstöre sie, dann müssen die Soldaten raus. Okay. Was immer du tust, richte möglichst wenig Schaden an. Ja, das kann ich knicken. Oh, eins noch. Der Chemiker, der die Anlage leitet, er gehörte früher zu uns. Amita will, dass er stirbt. Der maskierte Mann kämpft wie einer vom goldenen Pfad. Dann ist es wahrscheinlich nur einer vom goldenen Pfad. So ein Drecksschwein. Ein Verräter auch noch. Also, ich mach's wie im Livestream. Komischerweise hat es das jetzt wieder nicht abgespeichert. Ich mach's wie im Livestream. Ich schnapp mir jetzt einfach den Elefant und rage da durch. Vorhol ihn noch ein paar mit der Schnipperrunner. Burn, baby, burn. Burn, motherfucker. Oh, der war fail. Der war wahnsinns fail. Haben sie mich selber? Ja. Jawohl, ruf Versteigerung, damit ich hier was zu tun habe mit meinem Elefant. Dann habe ich noch beim Runtergehen, habe ich den erwischt. So, dann nehmen wir mal unseren Elefant zur Hilfe. Das ist der Köder. Super, dass er vom Auto überfahren wird. Warte. Elefant, mach nicht ohne mich. So, yeah. Yippie. Alles kaputt machen hier, alles. Wo sind sie? So, das Auto. Zack. Oha. Ein Elefant. Zack. Oh, mindestens ein Generator muss im Takt bleiben. Das hätte ich wissen müssen. Was ist los mit dir? Komm her. Ein Elefant! Lol, war der jetzt so lange unterwegs? In der Luft? Der Elefant! Achtung! Zack. Der Hund? So, dann nehmen wir mal den Generator hier entschärfen oder ummachen oder ausmachen oder... Ja, die Gewarte nennen wir gerade. Ich kann die Generatoren sehen. Oder killt noch. Ich markiere sie dir. Oder ja, oder ja. So, 2 von 3 Generatoren. Der Benjamin erledigt den Rest. Läuft, so muss es sein. Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön. Benjamin Blümchen, wir wollen mit dir gehen. Da ist nochmal einer, der hat einen Kollege geholt. Ah, wie gut. Und das hier uns. Ah, Elefant geht hoch, der erklärt das kurz.
das. Wo ist der andere? Boah, steht der oben bei mir auf dem Dach. Ja, machst du fertig. Boah, ich lass meinen Elefanten in Ruhe, Schwein. Okay, kleiner Dicker. Nur weil du so dick bist, wenn sie dich mobben, kann ich auch nichts dafür. Oh, da kommt Frischfleisch. So. Tötet das Biest! Naja. Tötet das Biest. Zack, Junge. Was ist los? Ich muss meinen Kollegen rufen. Wo ist der? Der ist da hinten nur zugange. Jawohl. Machst du fertig. Zack, und der Hund? Oh, ich höre ein Fahrzeug, jawohl, das fährt schon immer. Der andere regelt. Oh, da hinten gibt's was zu tun. Da hinten gibt's was zu tun. Oh, was ist hinten, mein Elefant tötet? Den mein Elefant tötet. Was ist jetzt? Warum greifst du mich auf? Kann doch eh nichts dafür ändern. Bitte kenne der Benjamin. Benjamin, mach wieder auf. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Wir waren wie Brüder. So, ich werde dich rächen. Ah, stirb. Stirb. Sniper raus. Komm mal die nächste Nix-Sniper raus. Jetzt gehen wir ganz aufs Krasse. Zack. Ihr scheiß Schweine, ihr habt meinen Elefant getötet. Da verstehe ich keinen Spaß. Da ist Ende. Da ist vorbei. Da vorne ist alles voll mit denen. Ich hoffe, sie stehen da noch mal Auto. Ich werde meinen toten Elefant jetzt rächen. Ihr Schweine. Verstecken. So. Multikill. Und selbst Ständerhanner schieße jetzt mit Dreckschwein. Unterwegs. Ja, bitte komm. Unscoped. Aus der Hüfte mache ich die nass. Leute, ich glaube, ich muss jetzt unterbrechen. Ich muss das Let's Play unterbrechen. Mein Elefant. Er war der Beste. Wo ist denn der Typ? Da steht er. Er versteckt sich. So, den Generator müssen wir intakt lassen. Checkpoint. Das war's. Der Rauch wird sie raustreiben. Geh da rein und töte den Chemiker. Wo ist mein Elefant? Ich wollte ihn begraben. Ich wollte ihn beerdigen. Töte den Chemiker. So, weg. Powerkaffee, meine Freunde. Das habe ich hier im Livestream schon gemacht, aber das sieht man mal wie das beste Beispiel, dass es nicht abgespeichert hat. Oh, ich... Hier liegt eine Rakete. Ich kann sie nicht nehmen. Den König. Fluch nochmal.
Unscope träume ich hier auf, meine Freunde. Unscope. 360 Grad unscoped. Habt ihr gesehen? Werft eure Waffen weg! Scheiß mach ich. Werft gar nichts weg, Kollege. Ihr seid tot, ihr alle! Du Arschlöcher. Kannst. Siehst du doppelt? Soweit ich weiß, bin ich alleine. Da klopft's. Wer klopft denn da? So, töte den Chemiker. So. Aber der erscheint jetzt nochmal ein paar Mal, weil... Jetzt durchsuchen wir mal den Chemiker, was der so dabei hat. Ja, Kondom, ich hab gedacht, der hat Ecstasy in der Tasche oder so. So, jetzt mal den Zigmal töten. Dabei ist das Gas. Scheiße. Es ist das Gas. Das ist das Gas. Du hast den Chemiker getötet. Wir brauchten den Chemiker lebend, verdammt. Ich sollte ihn doch töten. Es ist Zeit, alles zu zerstören. Es ist an der Zeit, Badras Aufstieg zu den Göttern mit einem Donner einzuläuten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, wir legen gerade den Sprengstoff. Komm da raus, solange du noch kannst. Ja, wo denn? So, jetzt. Im Flammenwerfer. Die MG ist immer geil. Die ist richtig geil. Ja, wie Pumpgun. Aber was vorhin? War das ein Pumpgun? Oh, Leute, jetzt wird gegrillt. Nur Bratmaxe ist unterwegs. What the fuck? Sieh mal, so große Fresse haben müssen. Was ist mit dir? Zack, Kollege. Schade. Ah ne, es geht weiter. Doch. Raus. Ich wollte nicht raus. Ich bin auch so verletzt wegen meinem Elefanten. Wenn sie getötet hätten, die Schweine. Amita? AJ, was ist los? Hast du die Fabrik gesichert? Ist der Chemiker tot? Ja. Ja, es ist nur... Ich glaube, ich halluziniere. Das ist der Rauch, aber das wird wieder. Ich kann dir nicht genug danken. Wegen dir hat Kyrat sowas wie eine Zukunft. Würde Sabal nicht immer nur zurückblicken, könnte auch er es sehen. Der Maskete ist einer von den Rebellen, ganz bestimmt. So, Fähigkeiten. Dann werden wir hier mal dieses kaufen. Yes. So, wie geht's dann weiter? Dann geht's weiter mit dem goldenen Pfad. Missy hier. Dann müssen wir hier hin. Es ist schon nicht weit. Schnappen wir uns gleich da an die Karre. Aber ein bisschen Muni wäre auch nicht schlecht. Ah, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Servus. Mein ja, mein Freund, alles klar. Neue Waffe freigeschaltet. Scharfschützengewehr, Flammenwerfer, MS-16, MKG, GL-94, Leuchtpistole, T2, M-79, what the fuck? 20% Rabatt, natürlich. Alles her damit. Verkaufen. Ich glaube, so viel können wir gar nicht verkaufen. 104.000. Quatsch. 1,4 Millionen irgendwie. Sinkt mein Mikro ständig ab. So. Dann. Ich hoffe, los. Das hilft dir auf deiner Reise. Ja, natürlich, Digga. Alles gut. Danke dir. Naja. Ja, ja, ich weiß, wo ich dich finde. Irgendwo am Straßenrand. Hahaha.
und Schwestern, hier ist Freies Kühlrad mit Ravi Ray Rana. Es ist Ravi Ray Rana. Rana. Rama. Aber wenn es nach Amita geht, ETG, wir haben dich beobachtet. Wir sollten uns treffen. Weitere Instruktionen folgen, wenn du diese Koordinaten erreichst. Aber das ist okay. Und ist der Erfahrung. Was hat er jetzt gesagt? Ja, ich glaube, das ist Endstation, hä? Muss ich schon dem sein Gelaber nicht mehr hören. Sauber neu geparkt. Optimal. Steht der da rum, Alter? Was hat denn der von Rücke? Ach. Der Kollege. Ja, der Dings in der Hand. Zu hart. Ah, da ist schon wieder der Verkäufer. Muss ich jetzt zu dem W oder was? Ich will hallo, zu hallo. Dem W. Womit kann ich heute helfen? Mit gar nichts. Mir mal Ruhe lassen. Oh, Schweine. Vorsicht. Könnte gefährlich werden. Die Schweine, die sind wahnsinnig. Die sind so schlimm wie der Adler. Da muss man aufpassen. Hilfe! Avinash Grundschule. Okay, wollen wir noch ein bisschen Schulbank drücken? Du bist eine Dealerin! Und nichts anderes! An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Ist keine gute Tradition, kleine Mädchen verheiraten. Tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist Noah dran. Immerhin da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Der Meinung bin ich auch. Ich entscheide, was mit Noah passiert. Oh, jetzt aber. Ich entscheide, was mit Noah passiert. Okay. Den Boten erschießen. Im Fußball. Hey. Hey, können wir kicken? Der prallt Kugler ab vom Fußball. So, wo müssen wir noch 1.192 Meter? Hab ich dir hier von Noah erzählt? Das ist meine Lieblingsgeschichte. Sie war früher Ärztin, eine barmherzige Seele und kam zu einer Hilfsaktion ganz zu Anfang meiner Herrschaft nach Kyrat. Und sie besaß die Frechheit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzung durch mein Regime anzufertigen. Also habe ich sie später eingeladen, zurückzukommen und sich die Verbesserungen anzusehen. Ich lud ihre ganze Familie ein und sie kam mit Mann und Kindern. Ich brachte sie in einen Palast unter, organisierte ein kleines Meeting und fertigte eine PowerPoint-Präsentation an, einen 12-Schritte-Plan gegen Menschenrechtsverletzungen in Kyrat. In Wahrheit zeigte sie nur, wie ich Nuhs Leben zerstören würde. Paul de Pleur nahm ihre Familie als Geisel und ich brachte die große Menschenfreundin Dr. Najjar dazu, die dreckigsten Arbeiten in meinem Imperium zu verrichten. Unter uns, ich glaube, inzwischen gefällt es ihr. Und zwar sehr. Ah, okay, habt ihr gehört, was er jetzt gelabert hat? Ich hab's gehört, aber ich hab keine Ahnung, was er uns da damit sagen will. Es ging auf jeden Fall um die Tussi, die uns bei dem Wettkampf oder bei dem Kampf, wo wir da machen müssen, gesagt hat, sie hilft uns, sie ist auf unserer Seite, aber ihre Familie wird gefangen und so weiter und so fort. So, meine Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem Part. Im nächsten Part werden wir sehen, wie hier Nossi Nosborn eiskalte Hanne in die Stadt einmarschiert und alles zerlegt, was sich bewegt.
bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.